Nein! Jetzt habe ich das Ding tatsächlich eingesammelt. So, das ist der Hauptmann. Ach, ich muss ja wieder umbringen, ne? Die haben alle gleich viel Leben. Okay, bringt ja nichts. Na toll. Nice. Haben wir gut geregelt, die Sache? Na, ich brauche nicht. Okay, scheiße. Ja. So mein Spagur, ne? So, dann mal hier hoch. Da sind wir schon fast da, wo wir hin wollen. Ich dachte schon wieder, sie will nicht blocken. Abtrünniger. Okay, er ist lieb. Sehr schön. Weise Entscheidung. Aber irgendwie fällt es heute echt mal ein bisschen leichter. Ich krieg nicht so krass aufs Maul. Vielleicht spiele ich auch gerade besser, ich weiß nicht. Na! Bäh. Tröste dich damit, dass du nie eine Chance hattest. So. Lalalala. Ich liebe diese Bomben. So, wer steht denn da? Oh yep. Kommandant. Einsatzsoldat. Steht noch ein dritter. Super. Okay, ich dachte schon, es geht jetzt in die Hose. So, befreien wir dich mal. Hier, Jungam. Ich habe mich gerettet. Danke. Ich wusste, die Farmer von Eberweide würden mir helfen. Ja. Wie bitte? Diese elende himmlische Zuflucht ist doch an meinem Schlamassel schuld. Das Talusreich ließ uns jahrelang in Ruhe. Doch mit den Widerstandskämpfern der himmlischen Zuflucht kamen auch die Talus. Mir egal, wer Schuld hat. Das einfache Volk muss immer leiden. Ich will nicht für eine Revolution kämpfen. Ich will nur, dass mein Volk in Frieden leben kann. Daran habe ich ja gearbeitet, als ich entführt und zum Verhör hergebracht wurde. Ich war so nah dran, Friede mit Lao Fu, dem Anführer der Hoglin, zu schließen. So nah! Gegen den Krieg zwischen den Talus und der himmlischen Zuflucht kann ich nichts tun. Und nun ist Friede mit Lao Fu auch unmöglich. Ich kann euch zu seinem Gefängnis bringen. Aber dann sind wir quitt. Mit den Widerstandskämpfern will ich nichts mehr zu tun haben. Okay. Und wir müssen ihn natürlich wieder ein wenig... So, der ist Fritte. Weiter geht's. Geht's denn hier weiter? Ach da. Ah, cool. Ich gar nicht gesehen. Ich dachte gerade, hä, Sackgasse? Wer seid ihr denn? Was?
Ah ja. Ich kurz die Sequenz hier abwarten wahrscheinlich. Ach, Yongbin. Es ist schrecklich. Mich haben die Talos-Wachen auch malträtiert. Aber Lao Fu, ihm schlugen sie die Seele aus dem Leib. Hm. Sie folterten ihn. Und er wusste, dass ich mit den Widerstandskämpfern in Kontakt stand. Hätte er nur ein Wort gesagt, wäre ich tot und er frei. Doch er schwieg und nahm die Prügel für mich auf sich. Dieser Hoglin hat mehr Ehre, als ich je haben werde. Sagt ihm das. Warum ich? Sieht ja auch cool aus, die Hoglins, finde ich. Ich habe schon viel von euch gehört, Gian. Schön, euch endlich kennenzulernen. Geile Stimme. Ja, ich folge euch schon seit einiger Zeit. Die Gerüchte über euch bestätigen mir, dass ihr meine Lebenskraft verdient habt. Wir kriegen sein Ski? Mein Körper ist schwach. Als ich noch jung war, vor vielleicht 1000 Jahren, hätte ich diesen dreisten Soldaten sofort den Garaus gemacht. Doch jetzt kann ich kaum aufstehen. Doch ihr sollt meine verbleibende Lebenskraft bekommen. Vernichtet damit den dunklen Fürsten ein für allemal. Geil. Zeigt Respekt und empfangt meine Lebenskraft. Achso, wie war das nochmal? Moment. Was muss ich dafür nochmal machen? F12 Menü und wird den Befehl verneigen oder gibt verneigen ein. Ach, slash verneigen, okay. Slash verneigen. Jetzt haben wir sein Ski. Geil. Xanun, ich hab dich gesehen. Xanun? What the fuck? Oh, der ist tot. Also nicht Xanun. Er ist gegangen, oder? Natürlich. Die heiligen Bestien sind meine Freunde. Gemeinsam stellten wir uns den dunklen Kräften. Li Kan, Lao Fu, König Fei Chi, die Schnapplieferer weisen. Selbst der mächtige Ogong. Über Jahrhunderte hinweg bekämpften wir das Böse gemeinsam. Und nur so wenige sind übrig, um das Böse von morgen zu bekämpfen. Vergesst nie die Gabe, die Lao Fu euch verlieh. Die Welt muss von seinem Opfer erfahren. Okay. Ich will eure Trauer nicht länger stören. Die Widerstandskämpfer könnten mächtige Verbündete gegen Jin So-Yun werden. Helft ihnen. Ich werde euch ehren, mutiger Lao Fu. Kommen wir hier oben raus? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Schön, dann brauchen wir wenigstens nicht nochmal diesen ganzen Weg zurückkrepeln. Das ist ja schon mal gut. Man kann Gegenstände verwandeln? Aha. Das wusste ich auch noch nicht. So, und wir sind wieder draußen. Quasi wie so eine Art Hinterausgang. Und werden wir mal zurück ins Dorf gehen. Hallo. Wow. It's going like nee, Quatsch. Hallo. Gib mir was. Danke. Hey, ich hab was bekommen, ich hab was bekommen, ich hab was bekommen. So, dann du. Der Gildenmeister hat uns kontaktiert. Er lehnt es ab, sich mit der himmlischen Zuflucht zu verbinden. Schade, aber wir müssen das respektieren. Würden wir die Bauern zwingen, uns im Kampf zu unterstützen, wären wir nicht besser als die Talos-Mistkerle, gegen die wir kämpfen. Genau. Aber noch ist nichts verloren. Wir werden andere Verbündete finden. Und vielleicht können wir später sogar die Eberweiler überzeugen, uns zu unterstützen. Also weiter. Seid ihr bereit für eure nächste Mission?
Gut. Unser Agent Sung Wu benötigt Hilfe bei einer Rettungsmission an der Fischerhütte. Beeilt euch. Ganz vielen Dank. So, damit haben wir wieder einen größeren Questabschnitt abgeschlossen. Und jetzt geht's weiter zur Fischerhütte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Quests, die wir einsammeln können. Bisschen Zeitquesten. Hat er zwei gehabt? Tatsächlich. Moment. Ah, alter O. Hallo O. Einfach nur ein Betrunkener, sehr schön. Wollen wir es hier machen? Ah. Okay, gut, zu dem muss ich es scheinbar nicht bringen. Oder, nee, Quatsch, hier gibt's noch mehr. Ach so, so ist das. Ja, dann steht hier bei den Questgebern irgendwo noch einer rum, erstmal mit dir. Nein! Geh weg! Da dürfen wir schon irgendwas sammeln. Wo ist denn hier die blöde Schale? Bin ich blind? Achso, nee. Wir müssen hier mit dir reden. Super. Da. Da ist... Nee, was ist das denn schon wieder? Oh Gott. Also ein paar Sidequests, die hier in der Dings direkt sind. Auch nicht schlecht. Da ist noch eine Schüssel. Okay. Haben wir. So, damit hätten wir die Quest abgeschlossen. Jetzt müssen wir aber noch die Eier sammeln, ne? Eier, wir brauchen Eier. Da ist noch einmal. Was ist das für ein Geräusch? Ach du Scheiße, das muss ich auf Zeit machen. Ach du Kacke. Okay, wir haben noch mal eine Minute Zeit. Sehr schön, okay. Eieiei, habe ich gar nicht drauf geachtet. Cool, ist auch noch ein Ei. Das heißt, dann haben wir ja hier hinter dem Haus noch einmal. Und sind ja gar nicht so weit versteckt, das ist gut. Und zwar hier. Und dann schaffen wir das auch. So, und schnell zurück. Okay, ich glaube, wir haben es schon so geschafft. Jetzt haben wir Zeit wieder. Also zumindest ist die Zeit weg. Nur Kopfunterricht abgeschlossen. Und 5 Bällchen. Kriegen wir, wenn wir was tun? Moment. Ups, falsche. Ja. Beschafft Schweinerippen für den Grill. Ja, sorry. Mit Schweinerippchen. Für die lohnt es sich kaum, die richtigen Fähigkeiten einzusetzen. Na doch schon. 7 Stück. Angriff! Nicht die Waffe wegstecken. Warum willst du nicht angreifen? Oh. Also manchmal.
Sehr gut. Eins noch. Und das kriege ich von dir. Die heißen Schweinebauch. Echt? Wir züchten die Tiere schon mal so, wie wir sie dann später verarbeiten. So, jetzt darf ich hier... Habe ich gut gemacht. Krieg ich Stern jetzt? Natürlich nicht. Das war das Feuerstein, einfach nur, weil es cool ist. Okay. Achso, oh Gott, jetzt ist der Verkehr. Ja klar, wenn man hier nicht durchkommt, verkackt man... Alter. Also da müssen sie auf jeden Fall nochmal ein bisschen was nachbessern. Aber 5 Bällchen verdient. Holla die Waldfee. Kann man ja mal jetzt nicht meckern, ne? Hi. So, und jetzt, achso. Wieder was auf Zeit? Nee. Mal zum alten Sack hier. So, nachdem wir jetzt hier ein bisschen Schau gelaufen sind, können wir ja mal gucken, wo es weitergeht. Da hinten hin müssen wir... Was war denn jetzt hier schon wieder? Schweinehürden der Hoglin. Bäh. Okay, gut. 10 mal wieder. Sind das hier die Schweinehirten? War gerade, weißt du, gerade von ihren Meister das Chi bekommen und jetzt erstmal ihr Volk ausrotten. Kann man ja mal machen. Aber ist gut, so kann ich jetzt hier mal ein bisschen Vorräte wieder aufstocken, muss ich ehrlich sagen. Mit diesen Zeitquests. Ich meine, 5 Bällchen ist schon ordentlich, also. 2 Ohrringe der Mondwasserebene haben wir schon. Aber das ist ganz gut. Die können wir dann später mal irgendwann mal wieder verknallen. Ich muss aufpassen von diesen Totems. Aua. Ey, hör auf damit. Plumps. 10 Stück, ey. Wer greift? Vogelscheuche steht nicht mehr auf. Sehr gut. Hoglin, Hoglin, Hoglin. Alter, Bällchen ohne Ende. Das ist mal eine richtig gute Questreihe. Au. Nice. Und the next, please. Geil. So, wir müssen da vorne noch irgendwas Spezielles machen. Müssen wir gleich mal gucken. Die blöden Vogelscheuchen nerven mich. Oh nein, ich hätte nicht reinspringen sollen. So, was haben wir denn hier noch? War das hier anders? Oh, das Schwein kämpft mit. Das war eine Schweinerei hier. Alter, ich hab dich befreit. Du heißt befreites Schwein. Hast du das nicht mitbekommen? Was müssen wir denn hier machen? Moment. Besiegt Schweinehirten der Hoglin. Achso, ich dachte, das tue ich schon gerade die ganze Zeit. Ach, Befreier und Schweinehirten gibt's. Okay, gut. Befreier sind die Typen da hinten. Kein Problem. Irgendwas hat mich jetzt schon wieder... Ach man, diese Vogelscheuchen, ey, die...